Mann, was für ein blöder Scheiß gerade, Mann. Das war echt nicht geplant, okay? Bravo und Charlie sind bereit für die Verlegung von Dr. Michaels Mann. Geht da? Zentrale, ich hab was gehört. Geh auf Patrouille. Scheiße. Okay, ich mache hier gerade irgendeinen Denkfehler. Ich glaube, ich weiß auch welchen. Moment. Un momento. Zuallererst mal der hier. Standby, Zentrale. Ich hab was gehört. Jetzt muss ich da lang, ohne die Kiste zu berühren. Da lang. Nein, 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 nein. Ich wollte. Kontakt. Ich gehe nachsehen. No. Moment! Oh Gott. Schleichmissionen in Videospielen, ne? Übelst ätzend einfach. Egal in welchem. Bravo und Charlie sind bereit für die Verlegung. Brother und Charlie soll's Maul halten. Kacke. Standby, Zentrale. Ich habe was gehört. Die Luft ist rein. So einfach war das. Lull. Sieht wichtig aus. Sichere Orte. Wenn Dr. Michaels an einem ist, weiß Standish an welchem. Patrouille beendet. Ey. Da ist Standishes Zelt. Bei Puls, ne? Ist schon hart. Ist schon hart am Limit. Schon wieder? Was ist mit dem Licht los? Nö. Los jetzt. Ja. Nö, geh doch rein. Oh shit. Die Wache, da muss ich ablenken. Na los, na los. Zentrale, ich hab was gehört. Geh auf Patrouille. Yes. Charles Standish? So ein Mist! Charles, wo ist Dr. Morgan Michaels? Lee hat sie geschickt. Oder nicht? Nein. Okay. Wenn er mich töten will, dann sagen Sie ihm, er soll es selbst tun. Ich gehöre weder zu den Dämonen noch zu Sable. Ich bin Reporterin. Und ich will auch Lee aufhalten. So wie Sie. Watson. Ihre Verfasserzeile kenne ich. Sable hört mich nicht an. Sie hat Michaels in der Bowery. Morgen Mittag bringen Sie ihn zu einem neuen, sicheren Ort. Aber sie ignoriert Grand Central völlig. Grand Central? Die Dämonen haben es erwähnt, als sie mich festgehalten haben. Sie wollen dort... Was, Charles? Was wollen die Dämonen in Grand Central? Was zum... Charles! Oh! Was zur Hölle? Er gehörte nicht zu Sable. Definitiv keiner von Sable. Nein. Tut mir leid, Charlie. Ich brauche Ihr Verstärkung. Okay, Zeit zu gehen. Nein, er weiß etwas.
Tja, das war wohl der unangenehmste Schwung meines Lebens. MJ ist unzufrieden. Hey, okay, noch etwas. Tut mir leid, Charlie. Du schlägst ihn K.O., machst meine Nachforschungen zunichte und sagst dann, tut mir leid, Charlie? Ist das denn alles ein Witz für dich? Was? MJ? Nein, ich hab's versaut. Ich wollte Spannung rausnehmen. Spannung rausnehmen? Klar. Du weißt, dass wir uns deswegen getrennt haben? Wolltest du dich nicht auf deine Karriere konzentrieren? Wir haben uns getrennt, weil du mich wie ein Baby behandelt hast. Tu dies nicht, MJ. Tu das nicht, MJ. Das ist zu gefährlich, MJ. Ich habe vielleicht keine Superkräfte, aber ich bin nicht aus Zucker. Du schleichst dich mitten in eine bewaffnete... Weißt du was? Können wir das einfach lassen? Bitte? Hast du was über Dr. Michaels rausgefunden? Schön. Michaels ist irgendwo in der Bowery. Sable bringt ihn morgen Mittag da weg. Klasse. Noch irgendwas? Hat er etwas über Grand Central gesagt, bevor ich gekommen bin? Er hat... Nein, gar nichts. Hör zu, ich muss los, Peter. Abgabefrist. Peter. Daran erkennt man, dass sie noch böse ist. Peter. Gut gemacht, du Superheld. Mann, bin ich genervt. Ich muss ein bisschen Dampf ablassen. Erkunde die Stadt, um deine Ausrüstung und Fähigkeiten zu verbessern. Ach, und dafür muss er jetzt Dampf ablassen. Ja, läuft. Alles klar, Mann. Oh, Mann. Ach, Peter. Ja, läuft. So, dann wollen wir mal hier die Nebenmission schauen, ne? Da er ja was Dampf ablassen muss. Unfassbar. Ey, Moment. Wir haben einen neuen Anzug? Oh, was ist denn da los? Was ist das denn? Schönes Spider-Man 2099. Verringere die Schwerkraft, solange du in der Luft bist. Ja, komm. Nehmen wir mit. Den hätte ich zwar gern, aber okay. Cool. Was haben wir hier? Anzugkraft ist diese. Ah, okay. Hier haben wir auch einen, ne? Was? Okay. Daran werde ich mich bestimmt nicht erinnern. Okay. Interessant. Nehmen wir einfach den mit. Mehr kann ich eh nicht machen. Fescher Anzug, Peter. Wie hätte sie ihn denn sonst nehmen sollen, nennen sollen? Spider-Man? Scharfer Anzug. Nicht schlecht. Ich wusste überhaupt nicht, dass Spider-Man so viele Anzüge hat, oder ist das nur im Spiel so? Müsste mir mal in den Comments schreiben. Gut. Hallo? Mr. Parker, hier spricht Uriel Morales. Vielen Dank, dass Sie Miles den Job im Feast-Asyl besorgt haben. Gerne. Und nennen Sie mich Peter. Mr. Parker ist vermutlich etwas gesetzter als ich. Ich muss sagen, er hat Vorbehalte. Ich habe ihn vor die Wahl gestellt. Das oder mehr Therapie. Der braucht das. Er will kein Opfer sein oder bemitleidet werden. Verstehe. Ich bin auch so. Ich sage es Tante May und bin an seinem ersten Tag auch da. Danke nochmal. Das bedeutet uns beiden viel. Ich liebe das Schwingen, ne? Es ist fantastisch. Ohne Scheiß. Na, aber sicher. Spider-Man, haben einen Schützen geschnappt. Der war hinter Osborns Stabschef her. Es gibt garantiert noch weitere Ziele. Der Typ hatte eine Karte dabei. Das Gericht war eingekreist. Bin dran. Versuchen Sie, mehr aus unserem Freund rauszubekommen. Das hier ist meine Nummer. Okay. Muss mich beeilen. Das Gericht könnte jede Sekunde angegriffen werden. Oha. Jetzt geht's richtig los.
Wenn der Schütze mich beim Ziel sieht, wird er schießen. Ich muss den Schützen erledigen, bevor er schießen kann. Ja, kein Thema, Spidey. Tschüss. Ach, schon wieder ein Dämon. Warum wundert mich das nicht? Niemand mag Camper. Spider-Man, auf dem Telefon des Schützen waren noch mehr Namen und Orte. Soll sich offenbar alles innerhalb von Minuten abspielen. Kein Druck, schicken Sie mir, was Sie haben. Viele Schützen, ein Spider-Man. Ich muss schnell sein. Scheiße. Jeder, der je für Norman gearbeitet hat, ist jetzt ein mögliches Ziel. So kann man Osborn wohl auch zerstören. Dann will niemand mehr in seiner Nähe sein. Ah, interessant. Dann wollen wir doch mal schauen hier, Ozzy Osborn. Hier bin ich richtig. Wo ist der Attentäter? Darf nicht nah ans Ziel. Der Schütze würde schießen, bevor ich dort bin. Bounce. Wahrscheinlich so. Minus eins, macht zwei. Die geringe Schwerkraft, ne, mit dem Anzug ist echt geil. Guck mal, wie er jetzt so elegant schwingt. Das ist schon der Hammer. Warum ist der Schütze hier am Arsch der Welt? So, der gibt keinen Sinn. Ich muss mir alle möglichen Nester für Scharfschützen ansehen. Und tschüss. So, und gleich der Nächste. Ist sicher. Nur noch einer. Jo, ich beeil mich ja schon, Spider-Man. Schnell, sonst sterben Menschen. Ja, der hetzt mich hier immer durch die Stadt, der Kerl. Das ist ja schon nicht mehr schön. Attentäter nie an meinen Tagesplan. Ja. Der Scharfschütze muss hier irgendwo sein. Du Kackbratze. Bounce. Und tschüss. Ja, ja, Jambalaya, Jumbo. Nimm den hier. Und tschüss. Gerade noch. Officer, alle drei Schützen erledigt. Ist jetzt alles gut? Nicht ganz. Unser Schütze sagt, dass seine Jungs Touristen als Geiseln haben. Sie richten alle hin, wenn wir ihn nicht freilassen. Anhand der Funkmasten haben wir eine wahrscheinliche Position. Aber die schießen, wenn sie Cops sehen. Verhandeln Sie mit ihnen. Halten Sie sie hin. Ich nehme ihnen ihre Druckmittel weg. What? Die hinterlassen keine Zeugen. Wenn ich die Geiseln nicht rette, sind sie tot. Ja, sicher. Ich habe ja sonst nichts zu tun, ne? Wow. Jetzt schwinge ich richtig weit. Wenn die mich sehen, töten sie die Geiseln, bevor ich bei ihnen bin. Unsere Forderungen sind einfach. Lassen Sie unsere Kameraden frei oder die Geiseln sterben. Wenn man mich sieht, sind die Geiseln tot. Muss sie unbemerkt ausschalten. Das heißt mit einem Lower Takedown. Nacht. Oh fuck. Nein. Scheiße. Ich wollte einen Lower Takedown machen. Hat leider nicht so ganz geklappt. So ein Mist. Wenn man mich sieht, sind die Geiseln tot. Muss sie unbemerkt ausschalten. Ich hab das doch gerade geschafft. Was soll denn das? Hä? Warum? Was soll denn jetzt der Mist? Wenn man mich sieht, sind die Geiseln tot. Muss sie unbemerkt ausschalten. Schlaf schön. Okay. Lassen Sie unsere Kameraden frei
doof. Aha. Oha. Wo sind denn noch welche? Ah, okay. Doof. Wow, 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 wow. Was soll der Scheiß? Mann, Mist. Oh. Das ist aber so eine Mission, die mag ich gar nicht gern. Echt, also die geht mir ja schon jetzt auf den Zeiger. Wenn man mich sieht, sind die Geiseln tot. Muss sie unbemerkt ausschalten. Toll. Das klappt. So. Kein Thema. Okay, die sind alle down, ne? Wartet mal. Nix. Oh Mann, das war knapp. Jetzt! Anders geht es nicht. Woher wollt ihr wissen, dass ich das bin? Jetzt! Und tschüss. Warum? Moment. Warum? Hä? Was denn jetzt? Wieso? Wenn man mich sieht, sind die Geiseln tot. Muss sie unbemerkt ausschalten. Ja, gut. Ja, wie hier mit einem Netzschlag-Takedown. Alles easy. Zack, zack. Alles kein Thema mehr. L3. Scheiße, Mann. Ich kann nicht auf was schleudern. Und dann gleichzeitig irgendwie fliehen. So, das funktioniert nicht. Was für ein Müll. Wenn man mich sieht, sind die Geiseln tot. Muss sie unbemerkt ausschalten. Ja, witzig, ey. Das gibt's doch gar nicht. Das funktioniert alles. Zack. Zack. Überraschung. Nix.
Geh doch hoch, geh doch hoch, geh doch hoch. Warum? Ah, Moment. Vielleicht dann so? Okay. Das ergibt Sinn. Doch, das ergibt Sinn. Okay. Alles gut. Bedrohung hört auf. Nein! Du dummer Trottel. Schön. Mist. Jetzt stehe ich hier. Jetzt. Und bei. Mist. Ich krieg hier aber auch nichts mehr so zu packen. Ja, Mann. Einen noch. Ich brauche hier irgendwas zum Fassen. Scheiße. Mist. Ich habe ihn verloren, okay. Bist du dumm? Ich krieg hier nichts mehr zum Draufschleudern. Mist. Alles Kacke. Eins, zwei. Ich hab nichts mehr zum Draufschleudern. Tja, und jetzt? Okay. Das. Fuck. Ach komm, leck mich. Scheiße.